Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und nagelneuen Ausgabe von Wir in BB. Heute stehen wir hier in Sindelfingen vor der Schaltzentrale von Erasmus Plus. Was aber ist Erasmus Plus? Erasmus, ja, das hat irgendwas mit Studieren zu tun. Aber Erasmus Plus, das könnte jetzt auch ein Brotaufstrich sein. Ist es aber nicht. Es geht um viele Jugendliche aus fast ganz Europa. Und was die hier in Sindelfingen zu suchen haben, das erzähle ich Ihnen später. Aber vorher gibt es erst einmal ganz viele Informationen und was sonst noch los war hier in der Region. Die Gewinner stehen fest. Diese Dame aus dem Samariterstift Leonberg und ihre Mitstreiterinnen haben das Rennen um das schönste Fahrradkunstwerk der Stadt für sich entschieden. Initiiert von der lokalen Agenda 21 hatten die Leonberger das ganze Jahr über alte Fahrräder zu Kunstwerken umgestaltet und in der Öffentlichkeit ausgestellt. Anders war der 200. Geburtstag des Fahrrads. Beim traditionellen Agenda-Fest in der Steinturnhalle sind dann die 5 Künstler mit den meisten Stimmen geehrt worden. Die Gewinnerinnen hatten ihr Rad mit Wolle verziert. In mühevoller Kleinarbeit wurde quasi ein kompletter Anzug für das Fahrrad handgestrickt. Um Kunst ging's auch bei der langen Nacht der Museen. Hier im Schauwerk Sindelfingen haben Kinder einen Einblick bekommen, wie Kunst wirken kann und worauf es dabei ankommt. Nach einer Führung durch die Ausstellung konnten sie sogar selbst Hand anlegen und künstlerisch tätig werden. Im Fleischermuseum Böblingen dagegen ging's zeitgleich mal wieder um die Wurst oder besser gesagt um Schlachtplatten. So heißt nämlich die neue Ausstellung des Museums. Schallplattencover, die etwas mit Fleisch zu tun haben. Neben Meatloaf, Pink Floyd oder Paul McCartney sind da natürlich auch unbekanntere Bands zu finden. Schon bei der Eröffnung haben sich viele Kunstbegeisterte für die Ausstellung interessiert. Sie ist noch bis Ende März 2018 zu sehen. Auch hier könnte man meinen, geht's um Kunst. Ein altes Industriedenkmal, richtig in Szene gesetzt. Aber nein. Nur weil es noch einmal schön in der Abendsonne glänzt, ist das Leibfried-Areal in Herrenberg noch lange keine Kunst. Deswegen wird es jetzt auch abgerissen. Endlich. Das, was wir jetzt seit über 2 Jahrzehnten leider zu beklagen haben, ist eine Bauruine. Etwas, was der Stadt nicht gut tut, etwas, was der Umgebung nicht gut tut, etwas, was der städtebaulichen Entwicklung nicht gut tut und etwas, was uns nicht weiterbringt. Weiterbringen tun uns moderne Wohnungen, attraktive Wohnungen, weil Wohnraum ist gefragt. Und der soll entstehen. Bis 2021 ist der Bau von 120 Wohnungen und Reihenhäusern geplant. Dazu muss aber erst einmal das alte Fabrikgebäude weichen. Und dafür legt der OB selbst Hand an. Nicht wie er es gern getan hätte im Bagger, sondern per Vorschlaghammer. Mehr Durchschlagskraft hat mit Sicherheit dieser Übeltäter. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben in Schöneich eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Fliegerbombe wurde bei Routinekontrollen im Wald gefunden. Rund 500 Bürger mussten deshalb ihre Häuser verlassen. Einige sind während der Entschärfung in der Gemeindehalle untergekommen. 2 Stunden lang war das Räumkommando im Einsatz. Die Besonderheit bei dieser Bombe, der chemische Zünder. Das heißt, dass man sie nicht so wie sonst standardmäßig entschärfen kann, dass wenn man überhaupt die Entschärfung möglich ist, was oft gar nicht geht, es nur unter großen technischen Schwierigkeiten möglich ist. Dann hätte sie sicher gesprengt werden müssen. Die Splitter wären wohl bis nach Schöneich geflogen. So ist nochmal alles gut gegangen. Alles gut gegangen ist auch beim Aufstellen des Weihnachtsbaums auf dem Sindelfinger Marktplatz. Hier steht er nun und wartet darauf, für den Weihnachtsmarkt geschmückt zu werden. Dieser Baum, der kommt aus Witten an der Ruhr. So gesehen ist der Baum ein Westfale. Da bin ich an sich auch sehr stolz drauf. Und dass ein Westfale in Sindelfingen auf dem Marktplatz stehen wird, ist eigentlich auch ganz toll, finde ich. Woher Klaus Zimmermann das weiß und warum der Baum dennoch nicht hunderte von Kilometern nur für den Weihnachtsmarkt transportiert werden musste, die ganze Geschichte gibt's in 2 Wochen bei Wir in BB. Erasmus Plus, das ist das Thema heute und wir treffen gleich die Frau Stegmeier und die Frau Bühler. Das sind die 2, die hier vor Ort das Ganze letztendlich organisiert haben. Was für Projekte anstehen, das verrate ich Ihnen gleich. Ich unterhalte mich gleich mit den beiden Damen. Vorher gehe ich aber erstmal ins Jugendhaus Süd. Es ist bitterkalt hier. Hätte ich nur sagen sollen, Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe.
So, und jetzt sitzen wir aber ganz, ganz gemütlich. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Kaffee und Kuchen. Aber dafür sind wir ja nicht da. Wir sind da, um etwas von Erasmus Plus 2017 zu erfahren. Und Frau Bühler, mit Ihnen fange ich jetzt mal direkt an, weil eins weiß ich von Ihnen, Sie sind von Anfang an dabei. Und was heißt denn von Anfang an? Wie lange ist das schon? Ja, von Anfang an, das heißt, wir haben im Oktober 2009 mit der Planung begonnen und haben das erste Projekt 2010 gemacht. Und dann aber wirklich jetzt bis 2017 jedes Jahr? Ja, jedes Jahr, wobei wir einmal sogar zwei Projekte pro Jahr gemacht haben. Einmal. Unglaublich. Und jetzt sprechen wir ja von Erasmus Plus. Frau Stegmaier, was ganz genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff Erasmus Plus? Was bedeutet das im Genauen? Ja, Erasmus Plus, das ist eine Organisation, die sich in verschiedenen Teilen aufteilt. Also da gibt es Zuschüsse, kann man beantragen, für die Jugendlichen in puncto Theater, in Sport, in Tanz und ja, da. Also damit ich es auch richtig verstanden habe, die Stadt Sindelfingen hat sich jetzt nicht für Sport und Bewegung, sondern speziell für Theater bei der EU, das muss man auch mal dazu sagen, beworben. Bei der EU, ja, speziell für Theater. So, war das schon immer so, dass die Sindelfinger sich fürs Theater engagiert haben oder gab es auch mal was anderes? Wir hatten zunächst auch gedacht, ach, wir machen irgendwas mit Sport. Und da hat uns damals der damalige Herr Wienze auf dem Rathaus hat uns gesagt, ach, es wäre vielleicht besser, ihr würdet was anderes machen, Sport machen alle, macht doch was mit Theater. Und dann habe ich gesagt, okay, Theater kenne ich einen, der das macht, einen Kollegen, und dann haben wir uns für Theater entschieden. Man kann eigentlich alles machen. Wichtig ist, dass man die EU richtig rüberbringt, sodass die Jugendlichen auch eine Ahnung haben, was die EU eigentlich bedeutet und was sie für sie alles, also wie die Zukunft in der EU eigentlich ist für die Schüler. Und genau darüber sprechen wir, weil ich möchte auch ganz genau wissen, wo kommen eigentlich die ganzen Jugendlichen her? Das und vieles mehr nach den Veranstaltungstipps und die haben wir jetzt für Sie. Es weihnachtet im Kreis und da dürfen die Weihnachtsmärkte natürlich nicht fehlen. Als erstes beginnt wie jedes Jahr der Adventszauber in Böblingen. Ganze 5 Tage lang kann am unteren See gebummelt, Glühwein getrunken und Musik gelauscht werden. Am selben Wochenende, allerdings nur 2 Tage lang, findet der Nikolausmarkt in Leonberg statt. Dafür kommt am Sonntag ein waschechter Nikolaus auf den historischen Marktplatz zwischen die rund 100 Buden und Stände. Da darf natürlich kein Kind fehlen. In Sindelfingen ist es eine Woche später soweit. Am 2. Adventswochenende ist von Kerzenziehen über Kindertheater bis zum Streichelzoo vor allem für die Kleinen viel geboten. Aber bei Punsch und Bratwurst kommen auch die Großen auf ihre Kosten. Konkurrenz bekommt Sindelfingen aus Herrenberg. Da feiert der Weihnachtsmarkt zeitgleich ein rundes Jubiläum. Zum 30. Mal stehen die Buden auf dem Marktplatz, wie immer umgeben von den schön beleuchteten Fachwerkhäusern. Auch hier kommt nachmittags der Nikolaus vorbei und hat was Kleines für die Kleinen im Gepäck. Und wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen umschaue und wir sprechen jetzt über ganz, ganz viele Jugendliche, da hat die Frau Bühler gerade gesagt, keine Sau hier. Genau. Frau Stegmaier, wo sind denn die ganzen Jugendlichen? Ja, die kommen heute Abend alle wieder zurück. Die waren jetzt in Balingen auf der Alp, haben sie eine Nacht gelernt, gearbeitet, sind gestern hingefahren, kommen jetzt heute Abend zurück, machen jetzt gerade noch einen Stopp in Reutlingen in der Eishalle. So, das heißt, die Jugendlichen, die jetzt hier sind, die werden nicht nur als eine Woche lang, weil wir sind heute am Tag der Aufzeichnung knapp über der Hälfte von dem Projekt, die werden jetzt nicht nur hier in Sindelfingen sitzen und das Theaterstück proben, sondern die erleben auch noch richtig was anderes. Ja, die erleben auch noch was anderes. Also die EU legt Wert darauf, dass wir auch ein Beiprogramm liefern, also bisschen Ablenkung, bisschen Unterhaltung, weil die Jugendlichen sich dadurch ja auch sehr gut kennenlernen. Also wir haben insgesamt 40 Jugendliche, die hier zusammenarbeiten und 7 Lehrerinnen und einen Lehrer als Betreuer hier. So einen Jugendlichen habe ich ja zufällig letzte Woche kennengelernt, der kommt aus Malaga und ich habe ihn gefragt, wie gefällt es dir hier in Deutschland? Hat er nur gesagt, muy bien, pero muy frío. Also ich glaube, die Jugendlichen, die fühlen sich ja schon wohl, außer dass es kalt ist vielleicht für den Spanier.
Ja, das Gefühl haben wir auch, dass die Jugendlichen sich sehr wohlfühlen. Sie sind am Freitagabend alle angereist, am Samstag waren die ersten Begegnungen, am Sonntag fing dann schon der Workshop an, Sonntagnachmittag. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich hier sehr wohlfühlen, dass sie auch schon zueinander gefunden haben. So, und das Ziel ist ja, ein Theaterstück gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Wie schafft man das Ganze mit so verschiedenen Sprachen? Ja, das ist natürlich eine Kunst. Und da haben wir zwei Theaterpädagoginnen, die arbeiten mit den Jugendlichen, auch jetzt, wo sie in Balingen waren. Und die bringen das erstaunlicherweise jedes Jahr fertig, mit diesen verschiedensprachigen Jugendlichen eine Performance auf die Bühne zu bringen, die sich einfach sehen lassen kann. Und man ist da immer total beeindruckt, was da zustande kommt. Und das Bühnenstück 2017 heißt wie? Das Thema ist Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Wie sieht mein Land in 20 Jahren aus? Nach Erasmus Plus, ist ja vor dem Erasmus Plus, wird es 2018 eine Neuauflage geben? Das ist richtig. Wir streben das an. Wir werden das beantragen. Aber es ist nicht gesagt, dass wir den Zuschlag kriegen. Es kommt immer darauf an, was man plant, wie man plant und ob man die richtige Punktzahl erreicht, um den Zuschlag zu bekommen. Sollte es so sein, werden wir auf jeden Fall 2018 wieder vor Ort sein. Das war's für heute. Frau Stegmeier, Frau Bühler, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und Ihnen noch eine schöne Woche, eine neue Ausgabe von Wir in BB. Na klar, ab kommenden Mittwoch.